Jedes Wort. Herr Präsident, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist schon interessant, was hier alles gesagt wurde. Es ging im Wesentlichen um ein Ablenken vom Kern des Problems durch die Altparteien. Und es war regelmäßig, und daran lenken, ändern auch nichts die teilweise nachdenkenswerten Formulierungen, wie immer von Herrn Grübel und Frank Heinrich. Die Christen sind weltweit die am meisten verfolgte Religionsgemeinschaft, weit über 200 Millionen. Und wer das leugnet, erzählt Unsinn. Das ist das Erste. Das Zweite, Herr Lindt, tja, was soll man eigentlich zu Ihnen noch sagen, Herr Lindt? Sie weigern sich zum Christentum zu bekennen, sagen aber immer, Sie seien ein ganz toller Christ. Ich könnte jetzt auch sagen, die SPD ist eine christenfeindliche Partei. Könnte ich jetzt auch sagen, will ich zurückgeben. Stimmt auch vermutlich. Aber ich sage eher, Herr Lindt, Sie passen eher in die Scharia-Partei Deutschlands, um das mal ganz klar zu sagen. Ganz klar, Scharia-Partei Deutschlands. Boko Haram hat übrigens nichts mit dem Islam zu tun, habe ich gerade gehört. Denn in Nigeria geht es ja nicht um den Islam bei den Morden, die da passieren. Auch interessant, die SED war immer schon interessant und gut im Erfinden von Lügen und Halbwahrheiten. Was Christenverfolgung bedeutet, erfahren wir beim aktuellen Blick auf Nigeria. 668 Schulkinder sind in dieser Woche nach einem brutalen Angriff auf ihre Schule entführt worden im Namen des Islam. Die islamische Terrorgruppe Boko Haram reklamiert den Anschlag für sich. Nigeria steht seit Jahren für schwerste Verbrechen an Christen ihres Glaubens wegen. Über 2 Millionen Christen wurden zu Flüchtlingen im eigenen Land durch Gewalt im Namen des Islam. Boko Haram ist nur eine von vielen Terrororganisationen. 3 Anträge gegen die Christenverfolgung weltweit stellen wir von der AfD heute hier ins Plenum. Einer benennt die Christenverfolgung in Nigeria. Darum fordern wir Des Weiteren fordern wir einen Beauftragten gegen die Christenfeindlichkeit in Deutschland. Der dritte gilt Pakistan. Nur wir kämpfen im Deutschen Bundestag gegen die Christenverfolgung. Pakistan ist das Land, in dem Christen am stärksten weltweit gewaltsam verfolgt werden durch sunnitische Moslems. Das belegt der aktuelle Weltverfolgungsindex der Menschenrechtsorganisation Open Doors. Es sind örtliche Hassprediger. Es ist eine Art Zivilgesellschaft, die in Pakistan diese Gewalt ausübt. Pakistan ist die Drehscheibe des radikalen Islam für ganz Asien. Auch der Gründer und Anführer der radikal-islamischen Terroristen in Myanmar, Jununi, stammt aus Pakistan. Die massive Gewalt in Pakistan wird durch menschenrechtswidrige Gesetzgebung gefördert. Die Paragraphen 295a bis 295c des Pakistan Penal Code sehen für die angebliche Beleidigung des Koran und des Propheten Mohammed die Todesstrafe vor, Stichwort Blasphemie. Seit Jahrzehnten wächst die Zahl der Angriffe auf Christen in Pakistan kontinuierlich, und häufig trifft es dabei Frauen. Mord, Entführung, Vergewaltigung, Zwangsverheiratung, Zwangsräumung ihrer Häuser und Vertreibung. All dies müssen Christen in Pakistan jederzeit befürchten. Dabei kann die Anklage wegen Blasphemie schon dazu führen, dass Nachbarn das erfahren und ihrerseits kurzerhand Lynchjustiz üben, so geschehen im Fall des Studenten Mashal Khan im pakistanischen Mardan. Bundesregierung muss sich dieser Realität in Pakistan und woanders umgehend stellen. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte.